Altenberg. Eine der schwierigsten Eisrinnen der Welt und Schauplatz einer verrückten Challenge. Ein olympischer Zweierbob gegen ein World Rally Car. Olympiasieger Francesco Friedrich gegen den siebenmaligen deutschen Rallye-Champion Matthias Kahle. Wer gewinnt? Wir. Warum? Weil wir die Profis hier sind und weil wir unbedingt gewinnen wollen, wie immer. Das ist eine schwierige Frage, weil wir das ja nicht wirklich gemacht haben schon mal. Matthias Kahle und Co-Pilot Christian Dörr starten am Fuße der Bahn. Gegen Francesco Friedrich und Thorsten Margis. 3, 2, 1, im Skoda schieben 350 PS. Der allradgetriebene WRC braucht nur 3 Sekunden von 0 auf 100. Friedrich und Margis brauchen länger, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Im Kreisel wirkt das Sechsfache des eigenen Körpergewichts. Am schnellsten Punkt schaffen sie 130 km/h. Sie berühren dreimal die Bande. Das kostet Zeit. Rallye-Champion Matthias Kahle unterläuft im letzten Drittel einen Fehler. Auf den verbleibenden Metern riskiert er noch einmal alles. Matthias Kahle braucht 47,364 Sekunden. Francesco Friedrich ist fast 10 Sekunden langsamer. Glückwunsch. Wir haben nur gehört, ihr habt Sechst gewonnen. Wie Beifahrer. Schnell war er? Fragst du am besten meinen Beifahrer. Dann fragen wir den Beifahrer. 2 Sekunden. Nee. 2 Sekunden. Glückwunsch. Unser Auto, das beschleunigt halt wirklich immer wieder von jeder Ecke von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Und das haben wir hier oft gehabt. Oder wir tauschen. Wir fahren Rallye-Auto und die fahren Bob. Also ich fahr keinen Bob. Das ist mir zu gefährlich. Im nächsten Jahr gibt's die Revanche. Aber dann im großen Vierer-Bob, sagt Friedrich.